Online-Geister, Hausmeistereien. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, die mit den Hausmeistereien hier anfangen. Und willkommen zurück im Radio bei den Online-Geistern. Ganz am Ende gibt es Musik von Kevin MacLeod, die ihr diesmal auch kommerziell benutzen dürft. Eine kleine Kostprobe, die wir auch im Podcast drin lassen, aber vorbringen wir euch noch auf den neuesten Stand. Also Ohren auf. Was taugt IT-Wissen? Microsoft pusht ChatGPT und die Cloud. Wie will Microsoft mit ChatGPT arbeiten? Geht man nach der These der Halbwertszeit des Wissens, ist Schulwissen nach mehr oder weniger 20 Jahren nur noch zur Hälfte gültig. Bei Hochschulwissen und beruflichem Wissen kann man nach 5 bis 10 Jahren etwa die Hälfte abschreiben. Und was die IT angeht, wird die Halbwertszeit auf unter 2 Jahre taxiert. Es gibt keine empirischen Belege für diese Annahme, aber im Großen und Ganzen dürfte da schon was dran sein. Wobei in der Praxis gerade nicht mehr gelehrtes IT-Wissen unter besonders gefragt ist. COBOL, das Aramäisch der Programmiersprachen, wird kaum unterrichtet. Versierte Experten sind aber wegen der vielen Legacy-Anwendungen, beispielsweise bei Versicherungen und Banken, auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt, schreibt it-business.de. Genau. Und da geht es halt einfach darum, dass mit solchen Anwendungen wie zum Beispiel der ChatGPT-Verknüpfung in der Bing-Suchmaschine von Microsoft zum Beispiel halt eben solches altes Wissen weitergelehrt werden soll und halt eben dann halt eben über entsprechende Datenbank, Zugriff oder Vergleichbares, dass halt eben dann, auch wenn es keine Menschen mehr gibt, es dann können, dass das Wissen an sich aber eben nicht verloren geht. Wo ich sage, nette Idee, ob das jetzt in der Praxis so umgesetzt wird von dem internationalen Konzern, also, sich da Microsoft nennt, weiß man nicht. KI-Algorithmen als Archivierung alten IT-Wissens. Genau, das ist zumindest bei IT-Business.de mal schön diskutiert worden, weil wir jetzt ja vor kurzem unsere ChatGPT-Folge hatten. Fand ich es einfach eine interessante Meldung, so mal als kleine Denkanregung. Ja, verlinken wir, wer da mehr zu lesen möchte. Genau, Meldung Nummer 2. Die Digitalisierungsausgaben im Mittelstand haben zum zweiten Mal nacheinander deutlich zugenommen und der deutsche Mittelstand, also weder Großkonzerne noch Kleinstunternehmen, sondern eben die Mitte, haben im letzten Jahr 23 Milliarden Euro laut KfW, also der Bundeskreditanstalt für Wiederaufbau heißen die konkret, haben die deutsche Unternehmen, mittelständische Unternehmen 23 Milliarden Euro ausgegeben für die Digitalisierung. Allerdings hat sich die Kluft zwischen großen und kleinen Mittelständlern stark vertieft. Also es gibt halt eben größere Mittelstände, die geben mehr Geld aus, kleinere sagen, ja, ich kann es mir eh nicht leisten, wozu und so weiter. Aber ich fand es halt eben sehr spannend, einfach diese Größenordnung, 23 Milliarden Euro. Also wir in Deutschland werden ja immer gerne als irgendwie so ein mittelalterliches Digitalisierungsland dargestellt, wo auch viel dran ist, muss ich leider sagen. Aber es sind nicht gerade wenige Gelder, die zumindest ausgegeben werden. Und vielleicht nur so als Tipp für die Mittelständler da draußen. Ich biete mit meinem Unternehmen übrigens auch Consulting und Services zur Digitalisierung an. Also wenn ihr von den 23 Milliarden noch was übrig habt, nehme ich gerne. Ich kann nicht Digitalisierung, aber ich nehme auch gerne. Okay, aber Zeit wird knapp. Deswegen jetzt Schnellfeuerrunde, unser Ticker. WhatsApp-Newsletter. WhatsApp will wieder an einem Newsletter-Feature arbeiten oder arbeitet wieder an einem Newsletter-Feature. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. War ja vor einer ganzen Weile mal grob Thema. WarBeta-Info schreibt dazu, based on several clues in the code, Newsletters will be a separate and optional section available within the status tab, which is separate from the private chats. Also es gibt Hinweise im Code, dass das eingebaut werden sollte, unabhängig von Chats. Genau. Und das nächste wäre dann eine Meldung aus dem Feediverse. Automattic, das Unternehmen, das WordPress.com betreibt, hat das ActivityPub-Plugin aufgekauft. Und dieses Plugin ist halt eben als technische Schnittstelle für diverse Feediverse-Anwendungen. Da hatten wir im letzten Jahr auch schon mal eine spezielle Folge zum Thema Feediverse gemacht. Es hat eben ActivityPub sehr wichtig. Und ja, nachdem die Firma hinter WordPress.com halt Ende vergangenen Jahres schon dem Tochterunternehmen Tumblr, das gehört ja auch seit einigen Jahren jetzt zu Automattic mit dazu, bereits einen Zugang zum Feediverse gebaut hat, geht halt eben das Unternehmen jetzt noch weiter und will halt auch bei WordPress selbst, also jeder bei WordPress.com erstellte Blog soll künftig Teil vom Feediverse werden, kann also zum Beispiel auch via Mastodon abonniert werden und so weiter. Also bleiben wir dran, schauen wir mal, was sich so tut. Also auch im freien Internet weiter verknüpft. Bleibt spannend. Reddit TikTokisiert sich und führt extra Video-Feed ein und trennt diesen von Textinhalten. Reddit wird auf der Startseite zwei separate Feeds für Text und Video Reddit wird auf der Startseite zwei separate Feeds für Text- und Videoinhalte einführen, schreibt heise.de. Das Interface soll aufgeräumt werden. Das Ziel ist Simplifikation. Inzwischen taucht ja alles kreuz und quer auf Reddit. Alles mal so. Und jetzt wollen die das aktiv trennen. Hier Text, hier Videos.
Genau. Und noch ein kleiner Podcast-Tipp meinerseits, denn neben Radio machen wir ja auch Podcast und hören auch welche, deswegen kleine Hörempfehlung für euch da draußen. Ich bin vor kurzem mal bei MDR Wissen, also Mitteldeutscher Rundfunk, in der Wissensredaktion bei denen. Da gibt es einen Podcast, der sich nennt Das Wichtigste in 10 Minuten, die großen Fragen der Weltgeschichte. Finde ich ganz schön kurzweilig gemacht, also auch wirklich so in 10 Minuten halt eben hörbar, also auch mal für schnell unterwegs und mittendrin mal nett und ja, einfach kleine Hörempfehlung, Punkt aus meinerseits. Okay, noch eine Hörempfehlung musikalisch von mir, falls ihr Hintergrundmusik für irgendwas braucht, das ihr diesmal auch kommerziell verwenden dürft, da hat Kevin MacLeod einen ganzen Haufen und zum Ausklang bietet ich euch jetzt von ihm Newer Wave. Newer Wave von Kevin MacLeod, verwendbar unter der CC BY SA-Lizenz, also auch kommerziell für alles Mögliche, wenn ihr solche Musik braucht. Und damit sind wir am Ende der Online-Geister-Folge angelangt. Hat mich sehr gefreut, Christian. Genau, das war's für uns das nächste Mal und dann geht's um Dark Patterns. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.